Moin Leute, heute geht es mal darum, wie wir uns diese ganze Reise hier finanzieren. Genau vor der Frage, wie können sich vier Jugendliche ein Boot kaufen und damit um die Welt reisen, standen wir vor ungefähr einem Jahr. Zu dem Zeitpunkt hatten wir weder Geld noch ein Boot noch irgendeinen Plan, wie wir das Ganze hier zahlen sollen. Dann hat Tim seinem Bruder von der Idee, um die Welt zu segeln, erzählt. Der meinte aber nur, Jungs, jetzt macht erstmal euer Abi. Er hat sich aber trotzdem Gedanken drüber gemacht und fand die Idee eigentlich ganz cool. Er hat gemerkt, dass wir da wirklich mit Leib und Seele dabei sind und wenn es irgendwie möglich wäre, würden wir das durchziehen. Irgendwann meinte er dann zu uns: Hey Jungs, ich habe gerade Geld, was ich nicht angreifen muss und bin so begeistert von der Aktion, dass ich das reinstecken würde, um ein Boot zu kaufen. Wir konnten wirklich nicht fassen, dass er verrückt genug ist, um so viel Geld reinzustecken in dieses Projekt, waren andererseits einfach nur völlig begeistert und ab dem Zeitpunkt haben wir, ich denke mal, mehr Zeit in die Idee gesteckt als in unser Abi. Wir mussten segeln lernen aus Büchern, wir haben uns mit vielen Seglern getroffen, wir haben alles andere drum organisiert, wir haben uns darum gekümmert, dass wir nach der Schule sofort eine Arbeit haben, weil zum Leben braucht man ja auch Geld, also wir mussten noch mal ordentlich Geld verdienen. Und so entstand das ganze Projekt dann neben der Schule. Der erste Meilenstein war dann, ein passendes Boot für uns zu finden, was groß genug für uns war, aber auch gleichzeitig in unserem Budget liegt. Nach langem Suchen haben wir dann auf Fehmarn unsere Aira gefunden. Uns war wichtig, dass es ein sicheres Boot ist. Deswegen haben wir uns dann für diese Stahlketch entschieden. Und dann hatten wir auf einmal ein Boot. Und wir hatten nur ein Boot bis dahin. Wir hatten keine Segelerfahrung, wir hatten noch keine Route und wir hatten sonst auch noch nichts. Genau das war aber auch unser Plan. Wir haben gesagt, als erstes muss ein Boot her, weil dann läuft alles andere schon irgendwie so. Wir mussten einfach nur machen. Und wenn dieses Boot da war, dann wussten wir, es kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Dann können wir einfach losfahren. Wir haben dann eine Arbeitsteilung gemacht nach dem Abi. Vince und Tom haben in Bayern gearbeitet, haben quasi Geld herangeschafft, um die Reise zu finanzieren. Und Tim und ich lebten dann in Fehmarn auf der Aira und haben das Boot fit gemacht für die Reise. Der genaue Bootspreis war 38.000 Euro. Wir hatten dann nochmal eingeplant, dass da noch ein paar Tausende dazukommen werden. Dass es dann aber letztendlich über 10.000 waren, hatten wir nicht gedacht. Die ganze Aktion hat sich natürlich mega rumgesprochen. Da sind vier Jungs aus Bayern, die ohne Erfahrung die Welt segeln wollen und sind oben in Fehmarn und restaurieren gerade ihr Boot, also machen es wirklich. In Fehmarn haben wir dann einen Segler kennengelernt, der unser Projekt ziemlich cool fand und der uns unterstützen wollte. Er sorgte dann dafür, dass ein Spezialist bei uns aufs Boot kommt und die ganze Mühle auf Herz und Nieren geprüft hat. Dadurch kamen dann neue Geräte wie die Epirboje oder das Satellitentelefon an Bord. Hier hatten wir einfach sau viel Glück, da wir jetzt halt einfach eine gute Sicherheitsausrüstung vorzuweisen haben, die wir uns sonst einfach nicht, schlichtweg einfach nicht leisten hätten können. Als die Reise dann begann, hatten wir alle unsere Ersparnisse reingesteckt, alles, was wir erarbeiteten, hatten an Geld und hatten dann einen Pott, der uns nach unseren Rechnungen ein Jahr über Wasser hält. In diesem Budget ist aber kein großer Puffer für größere Reparaturen wie ein großer Motorschaden oder so. Aktuell ist unsere Finanzplanung, dass wir für alles, all in all quasi, 1.800 Euro im Monat ausgeben. Da ist Essen für vier Personen, Hafengebühren, Spritkosten. Ein kleines Taschengeld ist auch noch drin, dass wir uns in einen Café hocken können, um zum Beispiel ein Video hochzuladen. Also, wie soll es weitergehen? Wir haben Geld für ein Jahr, aber wir wollen 3 Jahre reisen. Das klappt nicht ganz. Wir hoffen, dass sich die Reise irgendwie von selbst trägt und dadurch, dass wir alles dokumentieren und filmen, dass da wieder Geld bei rauskommt und dass wir uns so über Wasser halten können. Der Grund, warum wir das hier aber alles filmen, ist nicht primär das Finanzielle, sondern einfach, weil es uns Spaß macht, weil es unsere Leidenschaft ist und weil wir uns
gerne selbst die Sachen wirklich anschauen. Also wir schauen uns oft selbst die Filme an, weil man sich so wieder Erinnerungen in den Kopf zurückrufen kann. Wir wissen, dass wir sehr viel Glück hatten auf dem ganzen Weg hierher, dass wir jetzt hier stehen und kurz vorm Atlantik sind. Trotzdem ist es mega wichtig, dass man sowas startet und in die Welt rausträgt. Und das ist auch so ein bisschen die Message, die wir weitergeben wollen. Einfach mal machen so. Du musst vielen Leuten davon erzählen, von der Idee, und vielleicht findet sich wer, der deine Idee teilt und dich dabei unterstützt. Hoffentlich sind jetzt alle eure Fragen diesbezüglich geklärt, aber falls noch irgendwas offen ist, dann schreibt uns einfach eine Mail und kontaktiert uns. Genau. Tschüss. Ciao. Nochmal.